Ja, da Sportkontext zuletzt gut ankam, würde ich sagen, lasst uns doch mal schauen, wie mein Training läuft. Ich bin gerade auf dem Weg ins Gym und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wisst ihr, Trainingscontent scheint ja irgendwie ganz gut anzukommen. Hamburg-Barbell-Video, seit langem das meistgeklickte Video auf meinem Kanal. Also seit langem nicht, aber naja, ihr wisst schon. Video mit Nico, auch richtig geil angekommen. Und ich selbst will momentan auch wieder so ein bisschen mehr ins Training einsteigen, wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal ein Trainingsupdate zu meinem aktuellen Trainingsplan, wie es aktuell so läuft, wie ich aktuell trainiere. Und da heute Training ansteht, passt das eigentlich ziemlich gut, denn wir fahren gleich gemeinsam, ja gemeinsam, ihr seid so dabei, wisst ihr, wie wenn Rocky so durch die Stadt läuft. Wo spielt Rocky eigentlich nochmal? Philadelphia, oder? Egal. Jedenfalls so wie Rocky so durch die Straßen läuft, wenn die ganzen Kinder hinter ihm herrennen, so ist es, wenn ich jetzt gleich ins Hamburg Barbell fahre, dann seid ihr quasi auch straight dabei und seht ein bisschen was von meinem Oberkörpertraining. Und vorher sprechen wir aber nochmal so ein bisschen darüber, wie es aktuell so läuft, was so die letzten Wochen ging im Training. Und ja, genau. Also generell ist es so, letztes Jahr habe ich ja wettkampftechnisch die Landesmeisterschaft in Ankommen gemacht im Juni und im Oktober dann den Insanity. Und danach hat irgendwie so ein bisschen die Spannung, der Druck nachgelassen. Ich habe dann irgendwann im Oktober entschlossen, eine Diät zu machen. Die habe ich so ein bisschen wischiwaschi durchgezogen ab 21.10. bis in den Januar rein. Habe dann irgendwann aufgehört. Habe aber währenddessen auch immer mal wieder ein paar Wochen gehabt, wo ich mich irgendwie nicht so richtig an die Diät gehalten habe. Und das Problem war, ich hatte kein klares Ziel. Und das Problem, wenn ich persönlich kein klares Ziel habe, ist, ich verliere auch so ein bisschen die Lust daran und ich sehe auch nicht so dieses, der Weg ist das Ziel. So, sondern ich denke mir halt, wofür mache ich den Plunder hier eigentlich? So, und ich habe zwar abgenommen, so 4-5 Kilo in der Zeit. Ich glaube, ich habe mittlerweile aber auch schon wieder ein bisschen was drauf. Und die Kamera eigentlich schief. So ist besser. Und habe ein bisschen was abgenommen, vielleicht auch schon wieder ein bisschen was zugenommen, aber irgendwie ist es nicht so richtig vorwärts gegangen. Und das war so ein bisschen das Problem und darunter hat natürlich auch das Training irgendwann gelitten. Und dann war ich in Thailand und da habe ich auch nicht wirklich trainiert und dann habe ich hier die Kniebeschwerden, weil ich ein Krüppel bin und die Schulterbeschwerden, weil ich ein Opfer bin und habe das ja auch nicht in den Griff bekommen, bis heute nicht so richtig. Und dementsprechend hat das Training krass gelitten. Was habe ich gemacht? Ich bin jetzt mittlerweile auf 3 Trainingseinheiten die Woche runter, fühle mich dabei momentan eigentlich ganz gut und will jetzt langsam wieder so ein bisschen in Fahrt kommen, ja? Und ich habe mit Matze ein bisschen gesprochen. Wir haben so ein bisschen Trainingsplan ausgetüftelt, so ein bisschen Learning by Doing über ein paar Wochen. Bin da immer noch nicht ganz hundertprozentig drin, wobei jetzt eigentlich schon. Fakt ist aber, und das weiß ich ja auch, das kann nur funktionieren generell, wenn man halt bei dem Trainingsplan bleibt. Und das habe ich halt in den letzten Wochen so gut wie gar nicht verfolgt und jetzt auch aufgrund der Beschwerden schon wieder so ein bisschen vernachlässigt. Aber naja, es ist jetzt aktuell ein 3-Tages-Trainingsplan. Ich trainiere Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper. Und ehe das hier jetzt noch zu ausufern wird, würde ich sagen, machen wir uns einfach auf den Weg ins Hamburg Barbell, machen den Oberkörpertag und danach gibt es noch ein bisschen Gesabbel dazu. Let's go! I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that, you know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it, it's not about the destination, it's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangle. So, im Hamburg Barbell angekommen mit Menschen. Oh, Spiegelverkehr, da, diese Nick. Oberkörper, was machen wir am Oberkörpertag als erstes? Dieses. Ist doch schon fast das richtige Gewicht für mich. Let's go. From the rear view, your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model like
like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40, it's just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gonna hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Retrospect, I would have did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearance. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud with a pun intended. I don't need to see nobody, I don't want no visits. Introverted, I just flirt with the music. Small circles, how I choose it. Stay away from squares, they the one that look like a L7. I've been doing this since I was 11, and the shit gets real. When I'm in the building, grown man flow, I ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Wash, you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Red Sea. I ain't had no DJ, just the tape deck. Opened up for Son of Star Child, I love that. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Showed me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen, I never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Lumberjack, Brown Clown, so-and-so, and dude with the orange pants. 10 years later, now I'm rocking the orange pants. But they Jabos though, okay. You know. Fresh to death, yeah. Always and forever. Don't get it twisted. Number one listed. Nitro with the nice flow. You know. It is. Take a picture, baby. It'll last longer. All in your mouth. Yeah. In retrospect, just thinking back to the time when it was all good. Golden Arrow. Und so sieht so ein Oberkörpertag bei mir aus, ne? Das war's schon. Ich mache 6x8 Bankdrücken mit einer annähernd gültigen Wettkampfpause. Dann mache ich 3x10 mit den Füßen oben oder mit den Beinen oben in der Luft. Dann normalerweise Latzug. Heute war ich im Barbell, war halt Klimmzüge, unterstützt durch ein Band. Dann noch ein bisschen Floor Press. Die mache ich, weil ich im Prinzip ein Problem habe, wenn ich die Brust verlassen habe. Also wenn ich quasi in der Aufwärtsbewegung bin, schaffe ich die ersten paar Zentimeter von der Brust, vom unteren Punkt weg, eigentlich immer ganz gut. Aber danach komme ich so ein bisschen ins Struggeln. Und deswegen mache ich momentan Floor Press, weil da bin ich ja quasi nicht an dem unteren Todpunkt, sondern ich bin ja genau da, wo ich das Problem habe und drücke dann eben nach oben. Danach habe ich noch die Landmine Rows gemacht. Die habe ich als Empfehlung von Stefan Ort bekommen, also Stefan the Physio. Grüße gehen raus an der Stelle. Aufgrund meiner Schulter-Rücken-Thematik-Problematik, wie auch immer, wo wir davon ausgehen, dass es davon kommt, schwierige und schlechte Lat-Ansteuerung dadurch kompensieren. Durch die Brust, durchs nach vorne kippen der Schulter, dadurch Ausgleichen des Trapez, zu starker Trapez, bliblablub. War alles nicht so richtig in der Reihenfolge gerade, aber naja. Die Landmine Rows, dann noch die Chinese Row oder Seal Row, keine Ahnung, ob das Ding Chinese Row heißen soll, es soll angeblich so heißen. Seal Row, ihr wisst Bescheid, ja. Ziehen. Und am Ende habe ich noch ein bisschen gecurlt.
Ja, so sieht ein Oberkörpertag bei mir aus. Nichts Besonderes, nichts Fancyes, keine geilen, dollen, schweren Gewichte. Aber ist auch egal. So, geht jetzt erstmal darum, wieder, wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, in den Move so ein bisschen reinzukommen, regelmäßig trainieren zu gehen, ein bisschen, wenn möglich, zu hypertrophieren. Ja, wenn es geht, wäre es schön. Und ja, dann irgendwann mal gucken, ob es irgendwann mal wieder in Richtung Wettkampf geht. Aktuell ist alles cool, so wie es ist. 3 Tage die Woche, genau das Richtige für mich. Der Plan OK, UK, GK passt auch soweit. Und ich denke, das war's fürs Erste. Ja, schreibt ruhig mal unten rein, was ihr über den Trainingsplan denkt. Ob es die anderen Tage auch noch geben soll, also UK und GK. Dann filme ich die auch noch. Und ansonsten sage ich besten Dank fürs Zusehen. Hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht, ein Trainingsvideo zu machen. Und bis zum nächsten Video. Peace. For the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch.